Quack. Nein, ich möchte immer noch nicht nach Hause. Danke. Es ist wieder resettet. Sehr schön. Also ich muss mal eben aufpassen. Wir müssen als erstes den hier kaputt machen. Da musst du rein. So, und da musst du rein. So, dann kriegen wir es nämlich auch hin. Ha! Und jetzt ist die Stadt wieder auferstanden, wollte ich gerade sagen. Achtung! Blim! Toll, ne? Sieht doch super aus. Jetzt ist alles noch größer. Wäre aber auch nicht... Na, Quack! Laber mich nicht voll. Ich sag schon Bescheid, wie ich nach Hause will. Bams, so. Ui, da. Okay. So, ich muss aber irgendwie noch ein Schatzteil, Schatzkartenteil finden. Da weiß ich jetzt gerade nicht hundertprozentig, wo das war. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ja. Gibt es gleich irgendwie so eine Stelle hier, die war ziemlich blöd, wenn ich das noch richtig weiß. Ach so, das war's schon. Muss eben gucken, wie geht's hier weiter? Da ist schon... Da ist der Endgegner, habt ihr gerade gesehen, ne? Also man sieht das schon so ein bisschen. Dann würde ich sagen... Oh Gott! Ich wollte eigentlich mit dem Pokestock springen. Ich bin da so rüber gesprungen. Hilfe. Wir wollen nochmal hier runter gucken, denn es fehlt auf jeden Fall noch unser Stück. Oh, hier sind ein paar Sachen. Da ist ein Leben. Ah, ja, genau. Den Bereich kenne ich noch. Super. Oh. Du hast einen geheimen Schatz gefunden. Mhm. Ich glaube, sowas haben wir auch verbaselt in dem einen Level. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie machen wir das hier am besten? Aber bisher ist es eigentlich nicht so schwierig. Wo wollen wir jetzt lang? Okay. Wollen wir unten lang? Ich glaube, wir wollen unten lang. Ich hoffe mal, dass es richtig ist, was ich hier mache. Nicht, dass ich mich jetzt hier festbaue. Wir müssen ganz weit nach rechts, auf jeden Fall. Ah, das sieht schon mal schlecht aus, was ich hier mache. Ah, es geht aber irgendwie. Hoffe ich mal, dass das klappt. Oh oh. Ich habe mich, glaube ich, verbaut. Nein, es geht. Oh, ein Glück. Gut. Wo müssen wir denn jetzt hin, verdammt? Ich gehe mal hier. Ist da oben was gewesen? Bin mir nicht sicher. Warte mal. Das wollte ich nicht. Egal. Dann... Ich will auf jeden Fall dahin. Das ist, glaube ich, verständlich. Ist eine etwas mühselige Plackerei hier. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schon mal was. So, jetzt muss ich natürlich das richtig machen. Das wollte ich gerade nicht machen. Da ist das Teil, ja. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Gut. Wir haben's! Du hast einen Teil der Schatzkarte gefunden. Jawohl, das war das, was ich haben wollte. Jetzt können wir eigentlich wieder zurück. Da oben kommen wir jetzt nicht mehr hin, leider. So. Ich glaube, hier oben ist es besser. Oh, da ist sogar noch ein bisschen Geld versteckt. Also da rechts könnte man, glaube ich, sogar noch lang. Ich versuch's gleich mal, falls die Steine sich hier gleich wieder zusammenbauen sollten. Ob wir da vielleicht noch mal lang können. Weil ich meine, da wäre noch was. Weil das die einzige Stelle ist, wo keine Decke ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Jetzt sind wir eigentlich weit genug weg, oder? Ja. Ich will das nur mal eben versuchen. Den da ganz oben muss ich kaputt kriegen. Nein! Das war jetzt nicht so gut. Ach, ist egal. Das ist mir gerade so umständlich, weil die Steuerung ist ein bisschen komisch, wenn man mit diesem Stock da schlagen will. Wahrscheinlich sind da zwei, drei Schätze. Okay, wir haben das Wichtigste gefunden. Wir haben einen versteckten Schatz gefunden und wir haben sogar die Karte. Also alles gut. Viel mehr kann es eigentlich nicht zu entdecken geben. Und da ist noch Geld gewesen, das haben wir auch noch eingesagt. Sehr schön. So, und damit würde ich sagen, können wir jetzt das Level beenden und machen den Endgegner platt. So. In der Hoffnung, dass ich das jetzt hier nochmal schaffe mit den Sprüngen.
Ah, sieht ganz gut aus. Hervorragend. So, da hoch. Hier nochmal gucken, ob hier was ist. Nein. Ah, da war ein Eis und Endgegner. So, was warst du jetzt für einer? Ah! Der ist gar nicht so einfach. Bei dem müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ah, genau. Und dann können wir erst drauf. Wir müssen also warten, bis er ballert und bis er von der Decke da irgendwelchen Kram macht. Und dann können wir ihn praktisch abschießen. Jawohl. Und zack. Der ist schon ein bisschen einfallsreicher, finde ich. Und doch, das ist ein angenehmer Gegner eigentlich. Eigentlich ist kein Endboss in diesem Spiel so richtig schwer. Aber das ist auch nicht schlimm. Dafür machen die Spiele an sich einfach sehr viel Spaß. Bam. So, komm. Ja, schmeiß deinen Krams runter und noch einen. Noch einen. Ich glaube, er will gar nicht aufhören, kann das sein? Bams. Jetzt kriegst du gleich den nächsten. Erledigt. Und wir haben einen Schatz. Was auch wie so eine Schriftrolle aussah eigentlich. Aber okay, wir haben's. Das ist doch schön. Jetzt haben wir auch bald eine Stunde durch. Ah, aber wir wollen erstmal gucken, vielleicht machen wir gleich nochmal den Anfang eines Levels. So, ach, wir holen uns nochmal ein Leben. Was soll's. Ja. Ja, und ich glaube, wir holen mal unsere Spezialenergie. Ich glaube, das ist nämlich noch ein Herzteil, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Das gibt dir etwas mehr Energie. Hast du danach gesucht? Ja, das kaufen wir mal. Manche Sachen können wir, glaube ich, auch nur einmal kaufen. Den Geldspeicher natürlich, ja, sicher. Mhm. Ich glaube, ich will gleich nochmal so einen Stern da einsammeln. Ja, habe ich doch gerade. Okay. Aber wir haben noch genug Geld. Komm, wir nehmen noch einen davon. Ach, ja. So, okay. Ja, komm, das reicht erstmal. Gucken wir mal raus hier. So. Wir haben schon 3 Teile der Karte, Onkel Dagobert. Das ist doch wunderschön. Wohin, Herr Duck? Jetzt ist gerade die Frage, mache ich jetzt einen Cut oder... Ich könnte natürlich in die Niagara-Fälle nochmal ganz kurz... Wir gehen nochmal ganz kurz in die Niagara-Fälle rein. So, zum Abschluss. Dann machen wir nämlich den Rest in der nächsten Stunde. Ich will noch einmal da reingucken, Leute. Es tut mir leid, wenn euch das jetzt gerade annervt. Aber eigentlich ist es ja ein schönes Level und es ist eigentlich auch schnell gemacht. Ich möchte einfach nur verdammt nochmal rausfinden, wo ich da jetzt die Schatzkarte verbaselt habe. Weil so viele Verstecke gibt es hier doch gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier einen Schatzkartenteil gibt. Denn eigentlich gibt es in jedem Level einen Schatzkartenteil. Und deswegen will ich den finden. Das kann nicht so schwer sein. Und da oben, ich gehe da gerne nochmal diesen Geheimgang hier lang. Aber da war ja definitiv kein Schatzkartenteil. Ne, hier ist das nichts. Ne. Also hier definitiv nicht. Das können wir schon mal abhaken. So. Ich hoffe, euch macht dieses Let's Play auch wieder Spaß. Wir haben, also, man könnte eigentlich schon sagen, wir haben eigentlich schon gut die Hälfte wieder. Ich glaube, es kommen noch 2 reguläre Level und dann halt noch der Endkampf. Ja, ungefähr die Hälfte müssten wir haben. Wenn wir mal diese ewige Sucherei hier nach dem Schatz weglassen. Nach dem Schatz nicht, nach der Karte. Das hier ist immer noch sehr verdächtig, ne? Vielleicht, oder muss man vielleicht da oben? Warte mal, ich versuche das nochmal. Ja, ist ja gut. Nein, da ist nicht. Da ist definitiv nichts da oben, ne? Und das kommt mir spanisch vor. Dass da nichts ist. Ich bin mir fast sicher, dass da was sein müsste. Und ich überlege auch gerade, wo denn überhaupt noch was sein könnte. Aua. Wie viel haben. Sehr schön. Jeder Edelstein ist mein. So. Da dürfen wir auch nicht drüber. Hier war noch was, genau. Was war da jetzt noch? Ach, hier sind wir auch schon lang gewesen. Da war nichts Berauschendes. Links, die einzige Möglichkeit links, wo wir praktisch Daniel Düsentrieb gerettet haben. Vielleicht ist da was ich übersehen habe. Ducken nicht vergessen, genau. Es kann eigentlich nur noch hier sein. Düsentrieb ist auch weg. Ist hier irgendwas?
Das gibt's doch nicht. Wo ist denn in diesem Level das verdammte Puzzleteil? Kartenteil. Ich werde gleich offscreen in der Pause nachgucken, wenn ich diese Session beende. Wir machen das Level noch eben zu Ende hier. Und ich zeige euch dann wahrscheinlich auch, wo es ist, logischerweise. Auch in dieses Spiel können wir natürlich wieder nicht abspeichern. Das heißt, ich werde gleich einfach nur auf Pausieren drücken und dann kurz den Bildschirm wechseln und dann mal eben im Internet gucken. Weil ich weiß ja einfach nicht weiter. Da können wir definitiv nicht lang. Ist auch nichts. Ist unglaublich. Ist nichts. Wo könnte denn noch was sein? Hier rechts hatte ich ja auch schon geguckt. Und hier links war ich doch, ne? Ich versuch's nochmal. Aber da ist nichts. Vielleicht auf der rechten Seite. Das habe ich doch noch nicht ausprobiert. Das machen wir gleich mal eben. Ja, wir haben übrigens tatsächlich jetzt 5 Herzteile, wie ihr da oben sehen könnt, ne? Nur eben so nebenbei. Ich versuche das nochmal eben jetzt hier rechts abzuspringen und an der Wand lang. Ich kann mir das sonst bald nicht mehr vorstellen. Komm, hier irgendwo rechts. Nein, ist nichts. Ah, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es hier ein Kartenteil gab. Wir werden das schon irgendwie gebacken kriegen, hoffe ich mal. So, du weg. Bäm. Und zack. Kann das natürlich noch ein bisschen nach da schieben, aber da ist nichts, ne? Ne, da ist auch nichts. Hm. Mittlerweile habe ich auch kein Problem mehr mit diesem Level. Ist auch was. Da ist. Nein, das wollte ich vermeiden. Ich will nicht nach Hause. Ich will noch einmal diesen Level absolvieren, koste es, was es wolle. Aber wenn ich bloß wüsste, was ich hier verbaselt habe. Hallo, Vogel. Ja, mittlerweile klappt das hier alles. Jetzt kenne ich das Level. Jetzt geht das alles ein bisschen besser von der Hand. Sehr schön. Oh, beinahe wäre ich daneben gesprungen. Aber auch nur beinahe. Und da ist definitiv nichts. Na gut, bis auf diesen. Ein Diamanten da, ne? Okay. Und hopp. Und hopp. Und... fast tot, ja, fast tot. Da darf ich nicht lang da oben. Und auch hier ist nichts versteckt. Es ist schon ein bisschen traurig. Ja. Aber da ist auch nichts. So schnell komme ich da auch gar nicht hin, dass da irgendwas sein könnte. Also mittels des Frosch meine ich jetzt. Ist nichts. Und hier ist noch der kleine Tick. Aber, ja, ich weiß, du laberst mich auch nur voll. Ja, 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 ja. Aber hier ist auch nichts, wo man drüber springen kann. Jetzt will ich wenigstens das Geld da haben. Okay, das klappt auch. Den wir noch kaputt machen. Bäm. Ja, jetzt sind wir gleich wieder da. Und dann beende ich auch mal eben gleich die Aufnahme. Kleines Päuschen! Stürzt hier. Bäm. Ducken. Ich bin immer noch am Überlegen, wo könnte das sein, ne? Wo könnte das gewesen sein? Ich weiß es absolut nicht. Ne, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir sind am Ziel. Wir gehen noch mal eben ein bisschen shoppen, würde ich sagen. Und dann, ja. Dann, gucken wir uns den Rest des Levels an. Des Spiels an. So, Niagara-Fälle. Haben wir doch gut gemacht. Ein bisschen shoppen. Ich komme noch ein paar Leben, glaube ich. Und Geldtresor natürlich. Jetzt haben wir mittlerweile richtig... Da, guck mal! Jetzt gibt es hier auf einmal einen Teil der Schatzkarte zu kaufen. Das ist sehr interessant. Den kaufen wir natürlich. Ja, habe ich nachgesucht, ja. Und dafür hast du nicht... Ach, da fehlt mir so ein paar Kruppzeug da. Okay, dann machen wir das anders. Dann behalten wir natürlich unser Geld. So. Und dann kaufen wir das halt beim nächsten Mal. Denn dann haben wir auf jeden Fall genug Geld. Also gut, es gibt ja auf jeden Fall eine Schatzkarte. Ja, kaufe ich. So, Leute, dann haben wir jetzt erstmal alles eingekauft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ich hoffe, es macht euch bis hierhin Spaß. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.